und herzlich willkommen zu einem, ja, angezockt, würde ich jetzt mal sagen. Ist das eine Demo? Nein, das ist keine Demo. Nee, nee. Ein angezockt hier auf meinem Kanal. Ich bin Andrina. Gespielt wird das Ganze nicht von mir, sondern von unserer Tipptopp der Manu. Hallöchen. Hallöchen. Ja, sie hat schon dazwischen geredet, aber das kennen wir ja nicht anders von ihr. Ja, eben. Ihr wollt ja auch alle nicht mehr ins Kino gehen. Ja, ja. Hast du nicht vergessen? Ja, auf jeden Fall Chia. Ein Spiel, das sich in Neukaledonien zum Vorbild nimmt. Was ist das für ein Spiel? Ja. Weiß ich nicht. Gut. Dann es ist mal auf weiter. Jeden Fall kein Horror. Und was da Neukaledonien, was ich weiß nicht, Chia, ich kenne es aus dem Müsli. Wir machen jetzt einfach mal. Schreibt man zwar anders, aber. Wollte ich gerade sagen, da schreibt man aber ein bisschen anders. Ja, wir machen mal ein neues Spiel. Weil ich habe. Kurzer Gruß. Du bist dabei, dein Abenteuer in der Welt von Chia zu beginnen. Wir möchten dir einiges über den Kontext dessen erzählen, was du gleich spielen wirst. Lesen. Okay, das ist deine Aufgabe. Chia spielt in einer Welt, die an eine kleine Inselgruppe im Pazifischen Ozean angelehnt ist. Dies ist die Heimat der Mitbegründer von AWCAP. Oder Avisab gab. Aber Cap. Aber Cap, ja, ich habe die Buchstaben verwechselt. Das Spiel ist im Prinzip eine Liebeserklärung an ihre Heimat. Okay, also da unten ist Neukaledonien. Das sind die Fidschi-Inseln, da ist Tahiti, Neuseeland und Australien. Okay. Das Spiel ist stark von den Landschaften, Kulturen, Liedern, Sprachen, Bräuchen und Traditionen der Inselgruppe geprägt. Die Charaktere werden von Sprechern der Region auf Französisch und Dreu gesprochen, den beiden Hauptsprachen in Neukaledonien. Bei diesem Spiel kannst du Nachbildungen berühmter Sehenswürdigkeiten und Landschaften bewundern und einem Original-Soundtrack mit typischen Klängen von traditionellen Künstlern und Chören genießen. Oh, weia. Die Spielwelt und die Geschichte von Chia sind aber rein fiktiv. Namen, Topografie, kulturelle Details und Elemente des Brauchtums wurden aus Respekt vor den Traditionen geändert und angepasst, um ein unterhaltsames und fesselndes Spielerlebnis zu ermöglichen. Vor allem wollten wir, dass das Spiel universell spielbar und für alle Menschen weltweit zugänglich ist. Okay. Chia ist ein liebevoll gestalteter Titel aus der Hand eines sehr kleinen Teams unterschiedlicher Herkunft und kultureller Backgrounds. Es hat Spaß gemacht, diese Welt zu erschaffen. Wir hoffen, dass ihr das Spiel in vollen Zügen genießt. Okay, also ich macht mich neugierig, muss ich zugeben. Diese Erklärung hier, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe noch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Prima. Bei dir ist das immer so ein bisschen random. Was? Das soll jetzt nicht negativ fürs Spiel sein, aber bei dir ist es ein bisschen random, was auf mich zukommt, wenn ich mit dir zusammen aufnehme. Hm. Rutschen. Zu Berggang zu deinem Punkt, gewinne Geschwindigkeit und Tiere streicheln. Du kannst alle Tiere streicheln, denen Chia begegnet, sogar die angsteinflößenden Tiere. Okay, essen. Ja, ich esse mal alles, ne? Wir essen einfach mal alles. Zufluchtsort für Waisen und vermisste Kinder. Ach du Schande. Keiner mehr. Das na toll. Du. Mit dem Koffer? Was ist mit den Nasen? Eine komische Nase, ne? Ne? Du solltest still sein. Okay. Ha 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 ha!
Ate hei pun, la i fedi sa cesella. Kaloi, kaloi. Lapa lapa iya i nikodatin. Dia la ebe. Okay. Das finde ich schön, das Zeichen. Okay, das sind wir vermutlich. Ja. Loi deine Malatia. Leute, okay. Du passe de lei. Da sollt ihr schießen. Okay, ziehen, schießen. Okay. Also. Aber glücklich sieht sie nicht aus. Ich wollte gerade sagen, warum guckt sie so traurig? Irgendwas hat sie doch. Gesellschaft. Jodoh cakui ni kau loni ni so na lapai John. John ni ama Maya lah kecewa ke? Okay. Tago ini minik, mukalah cecik palapai. Cia edin jai ni mala, ikhaku ngasa mala cingi sajikem. Ich würde vermuten, dass die Mama wir nur noch bei der Geburt. Ja, dass wir nur noch einen Vater haben. Einmal tun, was in dem Spiel ist. So schwer für dich. Wieso? Also, ich habe die Kokosnuss runtergeschossen. Großer Stein. Wir nehmen mal alles mit. Man weiß nie. Wofür man es braucht, ne? Etwa das Feuerchen. Okay, Lagerfeuer. Also wir müssen da vorne hin, ne? Hier kann man dann sitzen. Essen, schlafen, Bekleidung ändern. Ah, okay. Das kann ich einfach so essen. Was ist denn das? Oh, cool. Lagerfeuer. Okay. Ich hab gegessen. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Das ist schön. Oh, guck mal, das sieht aber schön aus, ne? Okay, schwimmen können wir. Boah, es sind aber viele Kokosnüsse. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Schere. Okay. Wo ist das? Auf die Klippe hinter dir. Hinter mir. Warum? Karte markiert. Geflochtenes Schmuck. Was? Ich hab keine Karte. Die auf jetzt! Also so. Was macht die da? Warte. Du hast Emojis. Die da ganz oben? Okay.
Okay. Ui. Ui, hier bin ich. Jetzt muss ich rein, oder was? Das auch noch. Hm. Laut Rufen, Kartenupdate. Ich weiß noch nicht mal, wie man die Karte aufruft. Du sollst erst mal laut rufen mit I. Ach ja. Gut job! Eieiei. Okay, das ist... Okay, cool. Oh mein Gott. Okay. Space springen und Space gleiten, also okay. Doppel Space. Ja. Ja, jetzt gehst du ans Lagerfeuer und hast nichts zu essen, das finde ich gut. Ich habe ja schon gegessen. Ja, ja, deswegen ja. Komm, schubsen. Achso, weißt du? Was denn? Ich geh jetzt zurück. Wenn du schon im Tutorial machst, was du willst. Ja, mach immer, was du willst. Warum macht sie das immer? Du drückst wohl eine Taste. Was ist das hier? Ja. Das, okay. Ich musste das ja ein bisschen ausprobieren. Ja, wir sind jung, wir können ruhig noch eine Portion vertragen. Da guck, siehst du. Das finde ich schön. Gott sei Dank hat sie keine Ärmel. Ja. Getrocknete Farnblätter. Eine Note spielen. Was? Was? Da. Umoeka. Das auch noch. Okay. Metunika Juniato Tunika Muneato Ye Enehi. Ich habe keine Ahnung, was der singt, ne? Weil ich da seine Freunde finden. Wie heißt du? Wie heißt du? Kind. Jela Edeya Nekada. Wie heißt du, kleine Dame? Gia. Gia. Ja, okay. Gia. Wie komme ich da hin? Hör dir das Lied an. Wie komme ich dorthin?
Ega Amini. Ich heiße Tia. Tia. Okay. Engen auf diesem Stein. Ich werde neue Freunde finden. Wie heißt du, Kind? Wie heißt du, deine Dame? Okay. Okay. Ja. Hätte doch Autoplay machen können. Lach von mir, wenn ich fertig bin. Achine ihr hat Wani? Du hast mir helfen, das Kutum vorzubereiten. Das sind ja zu Tschehatschachwa. Tre wird bald hier sein. Was vorzubereiten? Was ist das? Amela si puede i Tre. Tre. Tschene Josine. Okay. Lige Schas. Akala Bacha Huafe. I Tre Weke Huatu. Also zwei Kokos. Eine Kokosnuss hast du schon. Also. Erstaunt, cool. Aus dem Garten und erhalte einen Schmuckstück. Wo soll ich das denn herbekommen? Wir gucken mal. Also, aus dem Garten. Das hier eigentlich. Ich glaube, das ist das. Kann man auch essen? Becken wie? Becken. Hast du jetzt irgendwo, wo du hingehen kannst, wo das Schmuckstück ist? Ich weiß es nicht. Ich kann. Was ich nicht auf. Warte mal, ich muss mal. Hier ist die. Okay. Erhalte ein Schmuckstück. Also, das muss uns dann ja irgendjemand geben, oder? Da ist doch die. Guck mal da. Das ist dann angezeigt, wo du hingehen musst. Wo? Jetzt hast du. Nee. Ach so. Schwer. Also ein grünes Schild auch noch. 5 Zahl zu niedrig. Das ist laut. Dann zwei grüne auch, ne? Ach, die habe ich gar nicht gesehen hier. Die noch. Grün, die grün schon, wie du gesagt hast. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass die immer wieder. Der blaue wird dir das am meisten Punkte geben, aber den triffst du halt so schwer. Silbertrophäe, siehste. Okay, das reicht nicht. Aber das ist jetzt reicht ja auch, wollte ich gerade sagen. Aber wo sollst du jetzt das Schmuckstück kriegen? Ja, das weiß ich nicht. Können wir hier mal rein auf die Wappa? Ah, Schmuckstück, warte mal. Das meintest du mit angezeigt? Denke ich. Geh doch mal dann. Draußen ist das nicht dran, ne? 4 Meter. Da draußen. Schmuckstück. Ne? Wie kann ich das denn nehmen? Geflochtenes Schmuckstück. Sammeln. Achso, warte, da unten. Okay. Such dein Vater am. Aubergine, Bananenbündel. Was? Was zu trinken muss ich mitnehmen mal. Achso. Am Pantan, was ist das? Pantan? Da vorne, am Steg?
Das ist da doch, oder? Maybe. Was ist das denn eigentlich? Eine Wäscheleine. Mit Fische. Was nicht? Gitarre sah so aber aus. Doch, so hinten was drauf hat er. Ich glaube, das ist eine Gitarre, oder? Eine Ukulele. Ah! Hey, Lohu! Tun gar nicht mehr! Wer ist das, Opa oder was? Oh, eine Blume! Zwei verschiedene Augenfarben. Ich hätte jinge ni singe ni la gotan masa, ni la nangi mien ni la at, ko la huada huada la kapeke hani mien. La ingen a la pangani la cotanemine la nangine ni ne juada juada la iniminito. A me la juanendo te que te hatene ole que te at coi que te at ni ne ni atene la metot me ipie. Na, ach, jetzt sind wir in die Pä. Wir sind dir gefolgt. Was sagst du? Versteck sie. Was für ein Henker ist das? Das? Pedua. Pedua. Duchu. Hoya hala ikezi. Ma lua ko lao machate. Ma reichele vila nandi peti na eza ikezi. Ganz alle Tiere, okay. Oh, wie gruselig. Das war jetzt gruselig. Laut. Ja, komisch. Aber nur das irgendwie, ne? Okay, wir sind auf dem Schiff. Der hat dich jetzt wohl mitgenommen, denke ich mal. Auf seine Insel. Okay. Neiti, na amelen meni jawatia.
Sie wollte ihm irgendwie danken. Okay, zwei. Kapitel 2, Treslager. Tagebucheintrag, warte mal, ich muss mal in. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Tagebuch. Wie? Ja, Tagebuch. Eine kleine Sonntag, ob der. Okay, guck mal, wie viele noch Leute kennenlernst. Ja, ja. Okay. Erhalte 2 Perlen. Was war das? Eine Möwe. Achso. Wo muss ich denn hin? Das zeigt irgendwie nach oben oder was? 9 Meter? Warum steht die Leiter hoch? Ja. Da oben? Wie soll ich denn da hochkommen? Hier ist jetzt eine Perle? Ah, okay, hier muss ich. Schreien. Jetzt siehst du Perlen auf dem Boden, oder? Ah, ja, ich denke, das reicht. Okay. Die Frage ist. Hast du nicht eine andere Sichtweise? Ah. Wieder hoch auch, ne, oder? Ich glaube, ne? 19, 18. Aber es muss oben bleiben auch im Moment. Das ist nicht so einfach. So. Jetzt. Wo ist jetzt die nächste? Wo weißt du denn, wo du gucken musst? Ne, ich weiß ich gar nicht. Das war jetzt Glück. Weiß ich nicht. Komm, wir tauchen mal. Die Frage ist, müssen wir da weiter raus, oder? Ich hab keine Ahnung. Du musst hoch. Kannst du die Karte ein bisschen vergrößern irgendwie? Nee. Was ist denn da? Vollständige Karte C, wo bin ich? In Ila Yeshilit. Da, das auch nicht. Also die Karten, also die Kameraführung ist schräg, ne? Ja, also die ist richtig scheiße. Katastrophe. Ja. Oh, das war knapp. Ja, woher weiß ich denn, wo jetzt die Perle ist, Mensch? Ah, warte mal, da blinkt was. Ja. Ja, okay. Okay. Die Kameraführung ist wirklich. Okay. Das ist, jetzt gehen wir ans Lagerfeuer. Huch.
Hey! Ach, wie süß. Das ist ja süß. Und den Gleitschirm? Hat sie ihm den Gleitschirm dahin gelegt? Ich hoffe nicht, dass es nur ein Tablett war und kein Gleitschirm. Mhm. Oh nein! Nicht doch! Ukulele. 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 Ah ja, das ach, wieder. Ach, Schande. Vielleicht solltest du die Buchstaben drücken. Dann schau kusha mache zu bei ihr nyawa. Mutu angas masha bek masha tua homi. Wer ist denn das? Na, schau chuba meni. Schau chuba ni so a theri la kemeng. Da chau ni chua nula ne shelatia. Amela meleng. Che shelamiku. Ja. Mutu ne hilo ning na khoda. Aber wie gesagt, du bist falla pache die te akamu ne shela. Kalu tu na tua. No, eka, tu ne ka? Kalu chumu ne a theri me abura. Mia G? Mia ni ni jana khom la nani do lua ku hala o masate. Okay, mungkin boleh. Amela at ati katasan nak mi ci ime masai njadi le. Pui dua le. Amela basi la ya mia bora. Eda la pa khwa ganga zo.
Aber wer der ist das? Regiert von Garnet aus seiner Festung. Okay. Junia, du. Tunika? Komm, der Lahing. Fanny Biwakagoin. Ah, okay. Mocha. Katikwane Fanani. Fatigoin. Ich meine, du hier. Vanilla Padula Beach. Okay, wir schlafen jetzt noch dort. Also eine Flasche habe ich auch bei. Ah. Sowas möchte ich unbedingt mal bauen, wenn ich irgendwo an einem Wasser bin. Finde ich mega cool. So was bauen wir mal. Was hältst du davon? Auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Weil ich das nicht kann. Du kannst das wohl. Stein balancieren, obwohl. Jetzt musst du das machen. Ach. Stein drehen, ziehen, okay. Stein ablegen. Ja, was, so kann man das doch gar nicht sehen. Wie dreht man den nochmal? U und E, ne? A und D ziehen irgendwie? Keine Ahnung. Ja, so ist das prima. Ich bin da nicht begabt. Das sehe ich. Das ist so gemein. Ja, du musst irgendwie noch ein bisschen zu dir ziehen oder was? Ja, keine wie Ahnung. Wie ist das denn? A, D, Q, E, irgendwas. Also stand A, ja da. Du hast es ja mal gleich weggeklickt. Du guckst ja nicht, wie man das macht. Ich kann das halt. Warum stehe ich jetzt schief? Warte mal, wie kann... wie kann ich den denn wieder weg... Mach doch mal C! C. Dreh den Fels, rotieren, Steine ablegen, entfernen den vorigen Stein. Warte mal. Oh. Das wird's jetzt. Wie das wird's jetzt? A, D, Ziel. Okay. Entfernen. Wir müssen mal die anderen entfernen. Ja, und? Was sagst du jetzt dazu? Ich bin fast stolz auf dich. Was machen. Ich kann mit dem Bogen umgehen und auch mit dem Schießprügel da, aber noch nicht mit das da. Hast du einen Tipp? Nein. Machst du dich gerade über mich lustig oder nein. Was? Nein. Mann! Ich mag nicht mehr. Ey, du bist fast ganz oben, also glaubst du's? Einmal.
nicht schöner geworden ist. Nimm jetzt die Ukulele weg. Seelenmelodien. Melodieliste anzeigen. Im Balancieren von Steinen werden Seelenmelodien freigeschaltet. Sobald du diese magischen Melodien gelernt hast, kannst du sie mit deiner Ukulele spielen und verschiedene Wirkungen erzielen. Du hast eben gelernt, wie du das Wetter kontrollieren kannst. Finde weitere Orte, an denen du Steine stapeln kannst und erkunde noch mehr Möglichkeiten, deine Ukulele als mächtiges Instrument einzusetzen. Ich muss noch mehr von diesen Steinhaufen machen, ja? Ja, aber ich würde die Buchstaben benutzen, also weiß ich nicht. Morgendämmerung. Schande. C-A-F-E. C-A. E, nicht D. Was? C-A-F-E. A-F-E. So, kann ich... Was kräht hier? Die Möwe, immer noch. Wo? Okay. Du kannst sie streicheln. Du sollst jetzt die Zeit auf Seelenmelodie auf Mitternacht einstellen. Auf Mitternacht? Ja. Aber wie kriegst du jetzt die Gitarre nochmal? Also eins. Mitternacht ist B-E-F-D. Was? B-E-E-D. Oh, Entschuldigung. Okay. Schlaf ein wenig am Lagerfeuer. Dann brechen wir wahrscheinlich auf. Okay. So. Ja. Egal, ich nicht auf jeden Fall. Lagerfeuer verlassen. So. Okay. Also die Mucke nervt mich schon ein bisschen. Okay, das ist jetzt unter Rot. Ach du Scheiße. Kommt aus der Taschenlampe. Ein grünes, ein braunes Auge. Che Uleti. Jetzt muss der Boot steuern. Oh, war ja. Na, servus. Das ist ein Katamaran, ne? Karte anzeigen und Kompass Tab und zwei Taschenlampe. Paddeln und steuern. Möglichkeit regeln. Steuern. B, A, S, D und E. Ja, okay, das sollte. Die Frage ist, achso, da müssen wir einfach hin. Oh wow, der geht ja abgeschmissen ins Katze, wa? Guck mal! Hä? Hallo? Ja, das ist... Du sollst da zu diesem Ara hängen, oder was auch immer das ist. Jetzt geht das Spiel jetzt richtig los, oder was? Ja. Und das war alles für die City. Wir waren in die Insel aber nicht mehr, du. Hallo?
Kann das sein, dass es so ein bisschen ist wie Samanara oder was? Weiß nicht. Wo es steht. Oh, warte mal. Ja, ich hab dir gesagt, es ist zu laut. Gerade die Musik und so weiter. Was noch? Die Zwischensequenzmusik auch. Die Effekte auch runter. Das ist aber ein Problem von sämtlichen Entwicklern. Das stimmt. Aha. Hey, schön. Da müssen wir jetzt hin, oder wie? Vermutlich. Gut anpassen. Sehr nützlich. Es gibt auf allen Inseln zwischen entdeckten Bootsstegen kannst du schnell hin und umher singen und freigeschaltete Bootskosmetik anwenden. Okay. Okay. Da. Näher ein Schild rangehen. Das ist mir viel zu viel Erklärung. Ja. Also es nervt mich. Echt. Uff. Aua. Was? Wo müssen wir denn hin? Da oben wahrscheinlich, ne? Vermutlich. Wir gehen jetzt da oben noch rein. Wie viel haben wir denn rum? Oder wie viel Zeit? 48 sind wir. Okay. Also ich würde jetzt nur noch da oben reingehen. Also ich glaube, dass das Spiel noch gar nicht wirklich angefangen hat. Aber ich weiß nicht. Premier Numero! Keiner da? Oh, nicht schlimm. Numéro Colin 99, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois parler à... Mais à Vora. Ah, remplissez ça. Kann sie schreiben? Habe ich mich auch gerade gefragt. Was ist das alles? Ach du Scheiße, wie viele Dinger sind denn das? Ah ja. Parfait. Voilà. Ça, c'est la liste des offrandes pour obtenir un entretien. Attendez. Quoi? Si vous voulez parler à Meabora, voilà la coutume. C'est la tradition. Also, Geschenke brauchen wir auch noch. Allez, Tata! Okay, das zielt jetzt darauf hinaus, dass sie die Sachen. Hey, Félicitations! Par ici, s'il vous plaît! Dass sie die Sachen besorgen muss.
Ja. Okay, ich schlafe am Lagerfeuer bei Iman. Ich werde dich jetzt befreien hier raus. Ja. Denn ich glaube, dass das Weiterspielen quasi nicht wirklich Sinn macht. Nee, absolut nicht. Wir sagen ja eigentlich immer ehrlich unsere Meinung. Und ich bin ganz ehrlich, wenn die Erklärung, warum, weshalb, was, wie geschehen ist, auch noch nicht mal vollständig da ist, wir einen riesen Vorspann quasi haben, viel drumherum, viel Erklärung, viel Lesen, viel... Ja, weiß ich nicht. Das ist zu viel. Das holt mich überhaupt nicht ab, dieses Spiel. Ne? Also gar nicht. Also es mag sein, dass das ein bestimmt ein schönes Spiel ist. Keine Ahnung. Da steht irgendwas, man kann sich in Tiere verwandeln. Aber der Weg bis dahin schon alleine ist so nervig, also für mich zumindest, dass ich gar keine Lust mehr habe, mich dahin vorzuarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Es ist niedlich, es ist wirklich niedlich und ich finde es witzig, dass du diese Nebenquests hast mit der Ukulele spielen und den Stroh spielen und so. Aber wenn du dir alles, guck mal, wenn du spielst, wie du immer spielst, und jetzt habe ich dich ja vorhin ein bisschen getrieben, aber dir alles anguckst, alles liest, alles aufhebst, alles einsteckst und, dann wären wir jetzt noch nicht hier. Nee. Und ich finde, das ist zu viel, zu... Ja, zu viel, auch zu viel Erklärung und so. Das vergisst du auch alles sofort wieder dann. Also das kannst du gar nicht alles behalten, dies, das, jenes. Man versteht die Intention der Entwickler dahinter, absolut. Also, ja, ja. Und ich finde es auch gut, dass das so angelehnt ist und so. Aber es ist zu langatmig, zu viel. Ja. Für mich ist also jemand anders. Auch für mich. Ja, ja. Also es ist süß und wir werden bestimmt, du kriegst bestimmt noch die eine oder andere Fähigkeit, wo du ganz gut witzig findest. Aber wir sind jetzt bei knapp einer Stunde und haben irgendwie noch nicht wirklich irgendwie was gemacht, erreicht, wie auch immer. Also ich, wenn überhaupt, glaube ich, dass das eher etwas für dich wäre als für mich. Nee, für mich ist auch zu viel, tatsächlich auch. Oh. Ja, guck mal, du kannst es nutzen, kannst du nicht. Fahren ne? kannst du das nicht. Nee. Reifautomat. Das ist alles so, was willst du mit dieser ganzen Information? Also es ist sehr viel reingepropft, aber sehr langatmig alles. Nee, also, naja, gut dann. Gut. Das ist unser Fazit, muss natürlich nicht, also unsere Meinung ist natürlich nicht, das Maß aller Dinge. Nee. Andere Spieler, andere, sehen das vielleicht nicht so wie wir. Wenn ihr das, weil wie ihr die Sache seht, wir haben es jetzt ja wirklich auch in einer Stunde jetzt vorgestellt, wie ihr die Sache seht, würde uns mal interessieren. Ja. Einfach mal unter das Video schreiben. Denn tatsächlich, also ich weiß, ich werde es nicht spielen. Da bin ich ganz ehrlich. Nee, ich auch nicht. Aber mich würde es mal interessieren, für wen das ein Spiel wäre, wo jemand sagt, och, das tue ich mir, das mache ich gerne, das mag ich, weil es ist ja nun mal so. Das würde uns echt mal interessieren. Und wenn unser Video und die Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir spielen, wie wir die Dinge sehen, wenn euch das gefällt, lasst einfach mal ein Däumchen unter dem Video. Wir würden uns darüber sehr freuen und sagen jetzt erstmal, macht's gut, ciao und... Bye-bye. Tschüss.